Und jetzt holen wir mal dieses Paket hier rein. Ah ja, und natürlich bin ich über Plopfolie gefahren, weil Plopfolie hinter mir liegt. So. So, ich hoffe, auch dir geht's gut, Jin. So, dann mach ich mal. Ich geb mir jetzt hier mal ein bisschen Platz auf dem Tisch. So, das Ding ist nämlich, es ist nicht klein. Ja, guck. Das Ding ist größer. Es ist eine fucking Konsole. Das ist so absurd. Sie haben, also wir waren bei dem Interviewtermin, Dini und ich, und dann haben sie am Ende gesagt so, ja, hey, habt ihr Bock, das Presskit von uns zu bekommen? Und ich so, ja, das wäre voll praktisch, weil dann kann ich halt hier die ganzen, weil normalerweise Presskit heißt eigentlich nur, du kriegst irgendwie halt irgendwie den Trailer, du kriegst irgendwie Zugang zu dem Artwork und Key Art und so Sachen, damit du für deine Artikel und für deine, keine Ahnung, für deine Posts halt die Bilder hast, damit du Stuff posten kannst. Dafür, das ist eigentlich ein Presskit. Aber dann sagten sie so, cool, hier könnt ihr schon mal sehen, was in dem Presskit drin ist. Und ich dachte so, hä? Und sie haben uns dann halt so einen Zettel gezeigt. Und ich dachte so, hä, okay, was soll denn? Ja gut, es ist, wenn ihr schon den Standard reinpackt, dann bin ich ja glücklich. Und plötzlich war in dem Presskit aber, also in der Vorschau, nicht irgendwie Artwork und Screenshots und der Trailer-Download, sondern halt ein Physical Presskit. And now it's here. Das ist noch ungefähr eine Woche, um Pen & Paper zu lesen, das ich schon länger spielen wollte. Mach es wohl, wer nicht dir zuhöre. Sehr cool. Bin schon gespannt. Also ich bin schon echt gespannt auf nächste Woche. So. Genau, und ich bin gespannt auf Januar. Da mache ich nämlich auch ein Pen & Paper. Leider nicht, also diesmal mal nicht mit dir. Liebe Jin. Sondern da habe ich dann einen anderen Dungeon, Dungeon Master. Oder, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das ist so eine Plexiglashülle. Das Ding ist also durchaus wertig. Look. Ja, es ist auch ein bisschen umständlich, dieses Ding jetzt hier auszupacken. So, genau. Genau, hier kommt auch schon der Flyer raus. So, ich schaue nochmal drauf, ob nicht irgendwie was draufsteht, was ich euch nicht zeigen sollte. Genau, das ist das Presskit für Wanted Dead. Und Release ist 14. Februar 2023 für PC, Xbox, PlayStation. Also, genau. Also unheimlich wertig. Wir haben hier auch. Genau, ja, also hier ist auch. Ich weiß nicht, ob man das so sieht auf der Kamera. Also das hier. Hier ist natürlich so ein Embossing drin. Ne? Das heißt, das ist so ein bisschen tiefer gestanzt. So, und was steht drauf? Genau, einmal von Dauer Synthetics, 110 Industries, Corporate Issue, All Rights Reserved, bla bla. Genau, this special health and care package is a product of Dauer Synthetics and welcomes you to the Dauer Employee Wellness Program, a comprehensive investment program designed to create employee change from with the inside out. The products contained in this package are solely intended for the wellness of employee, some random number. No item holds from this package may be distributed outside of the employee's household. Items will be tracked at all times. Violations of this protocol will be penalized. National security laws apply. All rights reserved. So, dann schauen wir mal, was in dieser Box drin ist. Und ja, Jin, die Box sieht sehr geil aus. So, das Blöde ist jetzt, eigentlich bräuchte ich jetzt eine zweite Cam, ne? Eigentlich bräuchte ich eine zweite Cam, damit ihr das besser sehen könnt, weil das Problem ist jetzt, ich kann das jetzt zwar so halten, dann geht das hier so auf,
Aber dann seht ihr gar nicht den ganzen geilen Scheiß hier drin. Also ich kann es versuchen so zu halten, damit ihr den ganzen Scheiß seht, ohne dass alles rausfällt. Genau, dann klappt das hier so auf. Und dann muss ich das leider auch wieder umdrehen. Oder wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal mein Gesicht weg. Und das wird richtig furchtbar, weil ich muss jetzt die Kamera gleich nachher wieder einstellen. So. Ja, dann seht ihr mal den ganzen Scheiß, der bei mir auf dem Boden gerade steht. Aber das ist halt so. So. Eine zweite Cam musstest du doch im Bart haben. Bison, aber deine Cam lasse ich da lieber stehen, weil sonst siehst du ja nichts mehr von mir. So, genau. Und dann haben wir hier zwei, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das Schallplatten von der Stephanie Joston, die, soweit ich weiß, Creative Director ist und anscheinend auch singt. Genau. So. Ah, das ist auch, glaub ich, noch... Nee, das ist nicht zu. Das ist hier offen. Wir haben hier eine wunderschöne Vinylplatte. Das ist jetzt leider ein bisschen schade, weil ich hab's nicht mehr geschafft, jetzt noch einen Plattenspieler irgendwie zu besorgen, damit wir uns den Spaß hier anhören können. Wäre natürlich jetzt super cool gewesen, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ach ja, und ich habe noch einen digitalen Plattenspieler organisiert, damit wir das jetzt einfach mal kurz hier anwerfen können. So, wie geht's denn ein bisschen? Genau, und die hier ist blau. Genau, warte mal, irgendwas hier. Side A, Love is the Drug. Side B, Sure Knows Something. Das Ding ist, ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob jetzt hier irgendwie dieser Soundtrack nochmal irgendwie more accessible. Hoffe selber besser. Naja, nicht so wirklich. Bison, leider nein. Kann ich diesmal sehr, sehr nicht bestätigen. Okay, ne? Also hier zwei Vinylplatten. Und dann geht's hier weiter mit diesem Frame, den wir jetzt hier loswerden. Und dann haben wir hier... Warte mal. Tilten das jetzt auch wieder nach oben. So. Vivian's Late Night Show. A Food Lover's Journey. Genau, also hier haben wir auch nochmal die, ich glaube, das ist die Voice Actor und auch dieses Character Actor von dem Hauptcharakter des Spiels. Und genau, es ist jetzt halt so ein... Es ist ein Kochbuch und anscheinend, also die Rezepte da drin sollen wohl auch funktionieren. Aber es ist halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen In-Low-Creme. Genau, ich zeig's euch so mal ein bisschen, damit ihr mal seht, wie es ungefähr drin aussieht. Steven's Late Night, ciao. Hier mit schönen Illustrationen zu Appetizer und Snacks, apparently. Genau, wir haben jetzt hier auch ein Inhaltsverzeichnis. So, genau, es gibt Appetizer Snacks, da sind dann zum Beispiel auch Austern mit drin, Bruschetta oder Hummus. Dann Hauptgerichte, irgendwie Hühnchen, Beef, Rind, also Pork, Schwein, Shellfish and Vegetarian. Genau. Dann gibt es ein paar Suppen, also zum Beispiel eine Suppa Toscana. Sieht die aus? Stimmt hier, The Best Burger. Das sieht echt voll gut aus. Verdammte Axt, jetzt bekomme ich Hunger. Beef Gyros. Das ist echt hübsch gemacht. Stuffed Bell Peppers. Und genau, neben den Rezepten steht halt dran, wie lang es dauert. Und unten steht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie random Quote.
Like many chefs, I tend to subconsciously disown anything I've cooked more than a few months ago, so I read this note in practice as what's my favorite thing I've cooked recently. Without a doubt, this is it. Okay. Pot roast. Taste before everything. The dilation of time plays a significant part when you attempt to challenge your skills in the kitchen. Stare enough into the void of the dim light in the oven and you will conjure a roast fairy. Okay, ein bisschen unhinged Kommentare. Auch bei der Lasagne zum Beispiel. Sieht sehr gut aus. I'd like to think I unpacked a decade worth of my awe and admiration for myself as a chef who uses a plate as a canvas to explore the richness of taste. Ja. Genau, Chicken Pot Pie. Pork Chops. Bongol. Cream Cheese Potato Soup. Potato Salad. Caramel Flan. Genau, es gibt auch Dessert. Strawberry Cheesecake. Banana Cream Pie. So. By Strawberry Cheesecake steht dran, whether or not we will ever be redeemed for our sins, there's always some room for cake. While there's plenty of disagreement about the volume of strawberry you want in and on your cake, more always feels better. Ich muss sagen, ich hätte voll Bock. Also, wenn es geht, würde ich irgendwie im kommenden Jahr dann irgendwann mal das Kochbuch mal ein bisschen ausprobieren. Genau. Ah. Okay, eventuell. Eventuell war das, also kommt, also es wird das auch noch public erhältlich sein. Irgendwann mal später, weil hier eben auf der letzten Seite steht drauf, Wanted Dead is out now. And since I know it will be released on Valentine's Day, I severely doubt that. Genau. Genau, auf jeden Fall das hier, Kochbuch, werde ich mir mal anschauen, ob wir da nicht irgendwas Leckeres draus machen können. Und wenn es einfach nur irgendwas ist, irgendwas ganz Einfaches, wo ich dann am Ende sagen kann, ich habe daraus gekocht. So. Ich meine, ich hatte ja eh schon mal öfter mal vor, irgendwie sowas wie eine Kochshow hier draus zu machen, weil Kochshow witzig. Die Version wieder um, damit ich besser Zugriff habe. Oh, Dave, vielen Dank für deinen Raid, herzlich willkommen. So, genau, das nächste, was wir jetzt hier drin haben, ist das hier. Hier auf der Außenhülle steht drauf Information CD. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, was in diesem Ding hier drin ist. Machen Sie es mal auf. Ich hab's da, also. So. Und es ist tatsächlich eine CD. Wie geht's dir, Dave? Wie war Beat Saber? Na cool. Das ist potenziell die ganze Musik, oder? Ist es das? Oder ist es was noch anderes? Aber es ist eine wunderschöne CD. Spink. So, jetzt die Frage. Kriegen wir sie in unseren PC rein, ohne dass wir uns irgendwas Spannendes holen? Problem ist nämlich, ich habe mein PC vorne zugestellt, weil ich nicht erwarte, dass ich irgendwie noch mit CD reinschieben muss. Schicken die mir einfach eine CD. Der CD-Fach ist auch leer. Beat Saber
war nackenversteifend. Was hast du denn gemacht? Bin ich echt gespannt. Was ist auf dieser CD drauf? Und werde ich gleich zur Hölle DMC8? So. Okay. Audio-CD. Because music can make me feel things, you know, in my body that words can't. Muss ich jetzt mal kurz die Lo-Fi-Musik ausmachen. Das Ding ist, ich weiß auch gerade gar nicht, ob ihr das hört. Doch, das hört ihr. Oder? Oh je. DMCA, hallo? Okay. Lass meinen Track 2 reinschauen. Okay, aber das ist anscheinend die Version von Stephanie Joston. Also, wie gesagt, hier Creative Director von dem Spiel. Okay. Was immer seltsam ist, ich sehe hier in meiner, also Windows Media Player sagt mir, dass wir hier 11 Tracks haben. Die CD behauptet, wir hätten hier 15. Yeah, yeah, yeah. When you see me coming through, just start running, stupid. Mhm. Das ist spannend. Jetzt ist die Frage, verbirgt die CD irgendwie Secrets? Und wenn ja, wie? Ich kenne mich leider damit nicht mehr aus. Das ja, das ist die Frage. Der letzte Track. Nee, sind auch nur irgendwie 3 Minuten 10 oder 3 Minuten 11. Und ist hier Light Out von Bella and the Switchblades und danach sollte eigentlich Touch Myself, Shooting Shark by Bella, Tonight und Hannah's Theme kommen. Aber it seems it's not on the disc. Alright. Dieses Problem werden wir irgendwann anders lösen. Und vielleicht, ich frage nochmal bei anderen Menschen nach, ob bei ihnen das auch so war. Weil ich kenne noch zwei Menschen kenne ich jetzt noch, die dieses Presskit auch bekommen haben. Was so sehr, sehr witzig ist, dass ich überhaupt andere Menschen kenne, die dieses Presskit auch erhalten haben. Weil wir haben alle so ein bisschen drauf gefiebert, dass das jetzt endlich dann kommt. Weil wir waren ja schon irgendwie interessiert, was sie da jetzt so alles drin haben. Aber ja, so. Gucken wir jetzt mal wieder in diese Hülle rein. Und dann gucken wir das hier zur Seite. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Genau, wir haben dann hier noch diesen wunderbaren QR-Code. Das ist tatsächlich das Presskit. Das hatte ich mir auch schon auf dem Handy mal grob angeschaut.
muss ja wissen, was ich euch hier zeige. Deswegen es tut mir leid, wenn ich gerade die Illusion zerstöre, dass wir das tatsächlich ganz frisch mit euch zum ersten Mal auspacken. Aber ja. Genau. Da sind dann tatsächlich die Press Assets drin. Also sollten eigentlich. Die gerade, wir sind auf 404 gelandet. Ja, well. Okay, das sollten sie vielleicht noch fixen. Aber ja. Aber auf jeden Fall irgendwie diese Karte macht halt schon irgendwie was her. Das ist halt schick. Schlimm war es nicht, Beat Saber ist halt Sport. Zumindest so wie ich es spiele. Gut. Ja, ich meine, das ist ja auch sinnvoll, dass du da Sport betreibst. So, und ich glaube, dann sind wir hier jetzt aber auch schon im letzten Teil dieses Presskits angekommen. So, das eben war das vorletzte, jetzt kommt das letzte. Diese Plexiglas-Schutzhülle ist total immer noch ein bisschen arg. So. Ach ja, Jin, welches System spielst du denn? Genau, diese kleine hübsche Box. GR17 Militico Arms LT2140. Da ist ein Tatix. Machen wir jetzt mal auf. Genau. Ah, hinten steht auch drauf. Aha. Für Sammler. Bin mal gespannt. So. Hier diese weiße Box. Dann schauen wir mal. Genau, außen drauf ist auch nochmal dieses Dower Synthetics Logo drauf gestampt, was ich cool finde. Also das ist sogar hier, das in dieser Styropor-Box so drin ist. Dann ist das hier. Ah, okay. Aber ich bin Streamer, kein Sammler. Ja, aber alle Streamer sind auch ein bisschen Sammler. Ich weiß nicht, ob du es vorhin mitbekommen hast, wie viele Spiele ich. Also ich bin jetzt alle meine E-Mails durchgegangen. Von 7000 ungelesenen E-Mails sind es jetzt nur noch, keine Ahnung, 50. Und davon kamen 8 heute an. Ja, genau, wir sammeln Follower und Subs und anscheinend auch Spiele-Keys, weil ich habe 44 E-Mails jetzt in meinem Postfach noch ungelesen, wo irgendwie Keys drin sind, und es tut mir total leid, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. So, genau, das ist das jetzt hier, und wir machen das hier, machen dieses hier ab. Hier. So, und dann haben wir hier jetzt eine kleine Fake-Granate. Zumindest hoffe ich, dass es eine Fake-Granate ist. Ich meine, sie ging vermutlich durch den Zoll. Genau. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein hübsches Prop mit diesem Ring. Und ja, genau, das hier ist, glaube ich, irgendwie beweglich, wenn ich das hier so richtig sehe. Aber ich bin noch nicht ganz erpicht darauf, das viel zu bewegen. Und genau, wenn ich das jetzt hier aber richtig sehe, kann ich auch das hier nicht ziehen. Und keine Ahnung. Ich glaube auch nichts beweglich daran. Genau, das ist anscheinend einfach eine Granate aus dem Spiel, was ich mir jetzt ins Regal stellen kann. Ich hoffe, dass sie fake ist. Ansonsten habe ich jetzt gleich die Polizei bei mir stehen und dann darf ich ihnen erklären, warum ich aus Holland eine Granate bekommen habe.
Oh ja, ich. Super hübsch. Hat hinten irgendwie. Also hier unten auch so einen komischen Vlies. Ja, ist fancy. Und ganz wichtig natürlich wieder dieses Pink, weil das Pink ist so eine der Farben von dem Spiel. So. Okay. Sehr nice. Genau, das stelle ich mir jetzt hier hinten in meinen Streamer Kallax. Ich meine, dafür ist das ja da. Ich frage es bloß jetzt wohin. Sieht man das da oben? Ja, man sieht das da oben. Okay. Dann haben wir jetzt hier was Cooles, Neues für das Regal. Ja, vielen lieben Dank an Soleil Studios, glaube ich, war es. Beziehungsweise hier 110 Industries. Die mir hier dieses coole Presskit geschickt haben. Also, es ist richtig, richtig, richtig krass. Ist halt auch jetzt mein first physical Presskit. Und Servus, Sandrogo. Du hast es jetzt gerade verpasst. Ich habe eine Granate geschickt bekommen. Look here. Fokussierst du nochmal, Kamera? Kamera, fokussier nochmal. Nee, Kamera hat keinen Bock zu fokussieren. Genau. Ist Physical Press Kit von dem Spiel Wanted Dead, das jetzt am 14.02. Rauskommen soll nächstes Jahr. Ich glaube, es ist Ad-Quote. Genau so rum. Ja, Sandro, schön, dass du wieder da bist. Genau, wir haben auch jetzt kurz mal ein bisschen in die CD reingehört, die wir da bekommen haben. Die Schallplatten kann ich euch leider nicht vorstellen. Einfach immer brute-forcen. Da habe ich hier einfach ein... Ah, okay. Ausrufezeichen Quote gibt einfach einen random Quote. Es ist sehr schön, dass es auch gerade passend zu dir ist, Bison. Sehr, sehr schön. Passender Quote. Sehr, sehr passend. Genau. Und Jin, alle Subs brauchen sehr viel Liebe und Zuneigung. Und auch das andere. Und genau, die bekommen sie ja auch alle. Zumindest die ich sammle. Ja, dann habe ich euch heute jetzt eigentlich das Coolste schon gezeigt, was so hier ankam. Wie gesagt, riesengroßes Physical Press Kit. Ich bin total baff. Also einmal, dass ich es bekommen habe, einmal, was alles drin ist. Genau, das Witzige ist, eigentlich hätte es nicht so groß sein müssen. Es hätte kleiner gepackt werden können. Aber ich glaube, das soll so groß sein, weil es soll einfach wuchtig aussehen, weil wir haben ganz viel Hohlraum da drin tatsächlich. Warte, ich kann es euch nochmal kurz zeigen. Also das hier war ja die Box. Richtig schön bildschirmfüllend. Also, keine Ahnung, so groß wie irgendwie das Paket von der Xbox. Ich glaube, das Xbox-Paket war so groß. Genau, und jetzt habe ich halt aber hier noch ganz viel Hohlraum. Also, nur das überhaupt. Genau, da ist jetzt irgendwie Hohlraum. Ich habe auch schon mal grob nachgeschaut, ob da jetzt irgendwie noch was drin ist. Und, ja, nee. Genau, das ist einfach nur. Das Leo. Das wäre es natürlich noch witzig gewesen, wenn da jetzt noch irgendwas drin gewesen wäre. Naja.
So. Und ich meine, hier steht ja auch noch. You know, notes on the vinyl / CD. A turntable CD player and hi-fi set can be purchased at a discount from the DAO employee desk. One item each. Use employee code to redeem your discounts. Blah blah. Genau. Notes on a cookbook. Cooking hours are limited to bla bla bla. Und genau, do not touch hot surfaces, use handles only, scalding injuries will be penalized. Ja. Notes on the grenade, do not leave the pin unattended after disposing of the grenade. Keep away from small children. Choking hazard. Small parts may contain traces of lead. Witzig. Ja. Genau, so sieht das. Au. Stimmt, hier ist noch ein Barcode drauf. Den Barcode-Scanner. Ich hab nur einen QR-Code-Reader. Kannst du auch Barcodes? Doesn't seem like it. Schade. Auch meine Handy-App kann kein Barcode lesen. Okay, schade. Na gut. Dann werde ich mir das von anderen noch mal anschauen. Falls nochmal irgendwie da coole Informationen rauskommen, dann lasse ich es euch wissen.